Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wenn wir heute wieder Samstag haben, dann haben wir wieder den Mariensamstag, den sogenannten Mariensamstag. Und ich habe das letzte Woche einmal gesagt, die Bernadette von Lourdes hat gesagt, ihr werdet den Rosenkranz nie umsonst beten. Und die Gottesmutter in Akita hat gesagt, nur wenn ihr den Rosenkranz betet, kann ich euch retten. Und was heißt das? Wenn wir den Rosenkranz beten, dann sind wir ganz bei der Gottesmutter. Und dann schützt sie uns, dann hilft sie uns, dann nimmt sie uns so unter ihren Mantel, dann begleitet sie uns, dann ist sie für uns eine Mutter. Und das ist das Ganze, das ist so wichtig, gerade auch dann, wenn es einem etwas kostet zu beten, gerade dann, wenn es einen, ja, wenn man so eine Unlust verspürt zu beten, wenn es einfach, wenn es etwas kostet, dann ist es auf der einen Seite wirklich auch so wertvoll. Gell, was nichts kostet, ist nichts wert, sagt man ja. Aber das ist so wertvoll irgendwie so, weil dann ist wirklich unser Herz dabei, unsere Entscheidung dabei, unser Wille, ich möchte jetzt. Und schlussendlich geht es ja immer nur um eines. Es geht immer nur darum, dass wir so geistlich betrachtet stark werden. Muskulös sind wir ja schon alle. Die einen haben halt Schwarten, die anderen haben halt Muskeln. Das ist ja dasselbe eigentlich, nur halt in unterschiedlicher Form sozusagen. Und das ist so dieses Wichtige, dass wir geistlich stark werden. Und dazu möge uns der Herr jetzt wie seinen Segen geben. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens, deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.